Und wie gefällt es dir in Brightholme? Hm? Ganz toll. Ach, hier liegt schon sowas. Soll ich ein bisschen spoilern? Inwiefern? Da bist du ja, glaube ich, schon durch. Du hast ja das Pferd geholt, da musst du diese komische Wache anquatschen. Kannst den Aussichtspunkt sehen und neben dem Aussichtspunkt hast du schon so eine komische Birne oder was es ist. Ach so, ja die habe ich schon beim Antesten mal gefunden. Ach so. Ich will auch so einen Fuchs haben. Mir fehlen hier aber zwei, die ich partout nicht finden kann. Da bin ich schon alles abgelaufen. So, hier ist noch einer bei der Löwenstatue. Relativ vorne an. Du hast keine Begleiter, deren Effekt du ändern könntest. Ich will ja keinen Begleiter einen Effekt ändern. Ich will dich zum Beispiel. Auf welchem Kanal bist du? Auf Kanal 3. Kanal 3. Dann komme ich mal kurz auf Kanal 3. Hm? Also wenn du möchtest, kann ich die zu den anderen noch hinbegleiten, die ich gesehen habe. Hm? Ja. Ich geh mal ein bisschen beiseite, so. Ja, ich bin direkt neben dir. Ja, genau, dann siehst du mich auch besser. Ja. Ich brauch mehr genau, hier beim Baum habe ich noch einen gefunden gehabt. Ja. Okay. Ganz unten die zwei, die hattest du auch schon, ne? Ganz unten? Nein, ich habe nur oben bisher die. Okay. Dann gehen wir nochmal zu der anderen Stelle. Mhm. Sag, den hattest du gerade gehabt. Genau. Ne? Und dann ist hier neben dem Postkasten noch einer. Wie viele gibt es hier? Wo sehe ich das? Wenn du auf M drückst, hast du die Karte. Da steht oben rechts, wie viel du von 9 jetzt hast. Ah, 4 von 9, okay. Genau. Dann haben wir den hier unten. Ich weiß auch nicht, was das bringt, ob es einen Bonus bringt, wenn ich alle habe. Warte mal, bin ich ja selbst rumbeigelaufen. Hier hinten war der irgendwo. Also da so. Hinter der Hausecke. Mhm. Ja. Und das ist ja fies. Hätte ich nie im Leben gesehen. No. Unten hast du noch gar keinen? Nein. Nein, nein. Noch gar keinen. Das sah eben aus, ob da so eine. Ah. So. So, haben wir die Aufgabe auch schon mal erledigt. Hier mitten auf dem Feld und auf der anderen Seite ist auch mitten auf dem Feld mal einer. Okay. Aber mehr habe ich immer noch nicht gefunden. Dann hätten wir 7 von 9. Hm. Ja, unter mir praktisch. Ja. Na, vielleicht kann ja irgendjemand in Chat schreiben, wo die anderen zwei sind. Doch, ist mir jetzt sehr leicht. Also, wenn das jemand weiß, gern in den Chat damit. Was hat man denn davon, wenn man alle 9 hat? Ich habe keine Ahnung. Okay, hast du noch nie geschafft? Schande. Nee. Ja, ansonsten war das bis jetzt auch immer nur durch Zufall, wenn man gerade offensichtlich dran vorbeigelaufen ist, dass man den da ist doch was mit Prüfen. Blumen duftet. Also die irgendwelche Blumen duften. Aber jetzt müsstest du ja auch 7 von 9 haben, ne? Oh, warte mal. Ja. Ich habe irgendwie sehr edlen Blumenstrauß bekommen. Unsere Preise sind besser als in jedem anderen Laden. Ja. Also ich fahre da mal mit dem Quest fort, ne? Hm? Ich möchte im Wasser spielen. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin noch viel zu faul, das alles durchzugucken hier. Wo jetzt noch welche liegen könnten. Dieser verfluchte Wagen bricht hier. Oh, muss der sich direkt davor stellen. Und passiert heute ja, etwas ja, okay. Machen wir. Problem.
will die denn? Jetzt soll hier so ernsthaft überall Blumen pflücken oder was? Ja, hier hast du deine Blumen. Gott, oh Gott. Gut. Und? Gibt es Neuigkeiten? Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteurer in der Gegend. Noch eine Runde! Oh, teilweise ist es so voll, dass du dich gar nicht ansprechen kannst. In der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Mhm. Annehmen. Ich, ist ja die Reihenfolge egal, ne? Ich denke schon. Naja. Also vor allem an. Freitraum ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Ja, gut, Standard-RPG-Aufgaben halt, ne? Die Löwenstatue im Zentrum soll die Priester ehren, die gegen die Dämonen kämpften. Die Einwohner der Stadt nehmen sich jeden Tag Zeit, um diesen Priestern im Gebet zu danken. Von außen scheint Pride Home ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Pride Home ist und bleibt ein beliebtes, ne? Pilgerziel. Wer hier naiv ist. Und? Gibt es Neuigkeiten? Keine Probleme zu melden. Mir kam gerade so ein Gedanke. Was ist, wenn die immer wieder diese Aussicht zeigen, damit man sieht, wo die Birnen liegen oder wie man die auch nennt. Da ich mir auch schon mal das genau angeguckt habe und noch nichts zusätzlich gefunden. Hm. War nur so ein Gedanke, ne? Weil sonst verstehe ich nicht, warum ich mir die Karten anschauen soll. Willst du meine Waren sehen? Die Steintafel in der Kathedrale? Oh, die Platte, auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv. Vielleicht nur so ein kleines Gimmick halt, ne? Es gibt noch eine andere Kameraperspektive. Nur nicht für dich, wenn du spielst. Du darfst die Kamera nicht drehen. Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Oh, du suchst also nach der Arche? Ich kenne die Idee, wo die anderen zwei sein sollen. Soll ich wieder mir einen Aussichtspunkt anschauen? So, ich soll den jetzt erst anschauen, okay. Und, wie gefällt es dir in Pride Home? Ein schönes Wetter. So, ja, gieß mal die Quest mal ab. Ja, das haben wir ja nämlich schon wir auch echt noch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir in einer Freundschaftsliste noch drin sind. Gute Arbeit! Jedes Mal, ja, wenn du den, ne, Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Vermute fast nicht. Ja, weil es ja so charaktergebunden irgendwie war, glaube ich. Ja? Wo haben wir das hier? Freunde. Genau, ich habe jetzt 0 Freunde. Nee, das ist die Gruppe. 0 Gruppen, ja. Aber hier müssten ja, glaube ich, jetzt auch die Freunde drin sein. Das ist echt charaktergebunden, nicht? Das finde ich richtig dumm. Control, klicken. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Rechtsklick. Aha. Ah, dann sagen wir mal Freunde hinzufügen. Jo. Und Gruppeneinladung. Okay. Ich muss erstmal tanzen. Lasst uns beten. Was steht denn? Was ist hier? Reittiere. Mhm. Okay, also mit Z und dann kannst du auf Tanzen gehen. Ja. Ja, stimmt. Steht hier sogar eine Aufgabe dran. Ich sehe das nicht, wenn die muss schon richtig tanzen hier. Und jetzt aber. Wo tanzen? Was tanzen? Tanz für mich. Tralala. Einmal Musik ab, bitte. Das sieht so aus wie bei K-Pop. Also ja, wenn jetzt noch also vier Musik weitere. Würde es wahrscheinlich sogar ganz gut kommen. Ja, also wenn es noch vier weitere sich dazustellen, dann ist es echt so eine K-Pop-Band. Okay, reicht jetzt, ne?
Fest abgeschlossen, ja. Sehr gut. Ist, ich drücke immer, ich drück irgendwie immer auf Escape dann. Ja. Schön, dass ich die Motivation eintanzen konnte. Das ist ja morgen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Achso, okay, anhand der Farben wird das immer unterschieden. Das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist blau, weil ich Schrotflinte. Hast du etwas Besonderes gefunden? Man kann es ja jederzeit wieder ändern, ne? Wenn es dort einen Hinweis auf die Arche gäbe, wäre doch schon jemand darauf gestoßen, oder? Dann gehen wir erstmal in den Meteorsturm. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss jetzt da hinten hin. Ich frage mich, was Neria. Hallo? Wie kann ich weiterhelfen? Ja, was nimmt man da am besten an? So Schwachpunkte erkennen, klingt ja erstmal nicht schlecht. Hallo. Was kann ich für dich tun? Möchtest du die Tafel über die Arche sehen? Lied der Flucht. Ja klar, such mal die Arche. Sonst hätte ich ja hier nichts zu tun. Ist das Quest 1? Vor allem dieses oder? Quest abschließen. Nee, ich guck einfach genauer in die Ecken. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Mhm. Die machen manchmal auch Geräusche so. Und dafür haben sie jetzt eine Filmsequenz eingeblendet, ja. Und die haben überall nur Schäferhunde zu stehen. So. Liedchen. Mögen die Götter euch alle segnen. Drunter ziehen, hallo. So, sag mal, wo kommst du denn her? Pass auf die Grabräuber auf. Oh, mal ab. Hier gibt es nichts zu holen. Da. Oh, ey, komm. Man muss das Infofenster direkt davor auftauchen. Zweimal hintereinander. Notenblatt. Oh. Hier. Ja, gut. Also über Gilde brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht so nachdenken. So, ich schaue mir jetzt mal ein paar Kampffertigkeiten hier raus. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Das machen wir. Ja, komm, wir machen mal mehr Schaden. Mehr geht nicht. So, der alte Gorri. So, erstmal ein paar Punkte verteilt. Ich glaube, am Anfang ist das auch egal, ne?